Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Keep Supernova. Mein Name ist Flavo. Ich moderiere heute die aktuellen Ereignisse bei Splatoon 2 Inkopolis und wir schalten direkt rein nach Inkopolis. Ich gucke mal gerade, ob eine Live-Schaltung da ist. Jawohl, wir sind da. Und kommen zum ersten Spiel. Revierkampf. Färbe möglichst viel ein. Ein der Abyssal-Museum. Und die Instartposition. Und es geht los. Ja, wir sind in der Landschaft Orangensaft. Ja, ist er gesund. Wir färben, färben, färben. Ja, Kipp ist recht gut nach vorne. Er ist gut nach vorne. Ja. Ja, aber Vorsicht, Vorsicht, schön aufs Dach und jetzt nicht runterfallen. Also ich bin oft ziemlich sehr glitschig. Ja, er schafft es, er schafft es, er schafft es. Ja, und er ist schon in der Gegner, in der gegnerischen Areal. Und, Noah hat er erledigt. Nein, Kip ist immer noch da. Jawohl. Schön alles einfärben. Schön das Violett weg. Ja, das kriegt. Und jetzt ist er leider von Marine durch die Airbrush PG erledigt worden. Ja, da so spielen wir mal das Leben auf die nächste Runde. Und es geht weiter, respawn. Und da sind Stellen, wo nicht eingefärbt sind. Ja, nicht runterfallen konnte. Auch wenn man aus dem Spielfeld rausfällt, ist man leider rausgekillt. Ja, rausgekillt. Und weg. Naja, auf zur nächsten, nicht zur nächsten Runde, sondern nächster Versuch auf der Seeigelhauptbühne. Keep liebt ja diese Map. Ja, und es gibt nochmal los. Also jetzt sind wir in der gelben Mannschaft. Zitronensaft gegen Violett, oder Violett, also Zitronensaft gegen Fensterreiniger. Keep crasht mutig nach vorne. Jawohl, schön die Ecken verbissen und jetzt, das ist die gute Taktik, der Krieg, abgibt die Mitte. Und jawohl, er setzt den Tintenschock ein und hat den laserlichen Namen abgekillt. Jawohl, das ist immer noch Tintenkiller. Kennt ihr noch jemand? Weiß ich nicht. Und er ist in der gegnerischen, im gegnerischen Areal. Ja, cool, Bomben oder cool Kugel wird vielleicht eingesetzt oder auch nicht. Ja, das ist aber cool auf jeden Fall. Oh ja. Jawohl, zack, und weg. Na, den Gegner hat dann. Geht's noch weiter oder? Nein, nein, auch hier ist die Verbindung wieder abgebrochen. Ja, vielen Dank, Nintendo. Ja, unser Favorit ist jetzt momentan auf dem Inkopolis-Platz und ist ein bisschen angesäuert. Ich glaube, jetzt, was ist jetzt los? Zweimal disconnected. Ich glaube, beim dritten Mal wird ein Ban, ein 24-Stunden-Ban ausgesprochen. Das kann unser Champion sich nicht erlauben. Deswegen geht er jetzt in den Übungsmodus und will es der Seeigel-Org-Bühne heimzahlen. Ja, ist aber ganz alleine. Diese vermaledeite Seeigel-Org-Bühne. Jedes Mal, also fast jedes Mal verliert Kippen, wenn er auf dieser Map ist, die Seeigel-Org-Bühne, die passt ja irgendwie. Und jetzt gibt das hier so richtig. Ich glaube, im Übungsmodus gibt es kein Disconnect geben. Das ist auch oft dann möglich, ja. Dann sagt ja, dann nimmst du Seeigel-Org-Bühne. Ich bin jetzt zwar ganz alleine auf der Bühne, ich habe keine Zuschauer, keine Mitspieler. Aber es macht nichts, ich sprühe trotzdem alles mit meiner Farbe ein. Ja, dann nun. Nimm das und das. Heute übrigens euch auch schon auf Splatoon 3. Spielt eigentlich irgendjemand im Story-Modus noch? Ja, Story-Modus. Ja. Da muss man auch nicht online sein. Ja, schön. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ja. Ja, auf jeden Fall. Freut euch schon auf Freitag. Da gibt es wieder vielleicht einen Livestream. Wenn ihr sehen wollt, wie ich mir in den Pelz mache, kann ich dann wieder ein Horrorspiel spielen. So, mir fällt gerade ein.
Spore. Wir müssen mal Spore weitermachen. Wir sind in der Weltraumphase. Oh. Ja. Ja. Dann geht's mit Spore das nächste Mal weiter. Ob jetzt live oder als Aufzeichnung. Ja, jetzt spricht wieder den Bildschirm, den Bandschirm. Ja, das ist toll. Man will für das Splatfest trainieren. Mayo gegen Ketchup. Wir sind bei Mayo. Und dann geht das nicht, weil disconnected ist. Ne? Ja, toll. Super. Naja, egal. Schreibt mal in die Kommentare, wie oft seid ihr disconnected. Oder schreibt in die Kommentare, in welchem Team ihr seid. Mayo oder Ketchup. Ja. Ich spiele ja nicht, nur der Moderator. Ja. Ist er jetzt fertig oder ist er einfach zu sich um? Das ist das langweiligste Spiel, wo ich je gesehen habe. Langweiligste Battle. Da ist, was passiert hier nichts, da ist ja niemand. Nur dieser verhassten Seeriegel-Rockbühne, saures Ding, das fliegt da wieder rum. Aber barfuß ist er, ja, jetzt sieht man die Fußabdrücke. Ja, toll. Super. Und jetzt sind die Füße wenigstens gewaschen. Schöne Stadt, aber im Hintergrund. Inkopolis. Ja. Ja, schön. Die Haare brennen. Vierwettertaft. Ja, mit Vierwettertaft. Dreiwettertaft, das ist nämlich das vierte Wetter. Wenn es Tinte regnet. Ja. Ach, gut. Das war's. Ja. Hier sieht man gerade Team Ketchup oder Team Mayo. Ja, das Splatfest. Also wir freuen uns hier ganz, ganz, ganz dolle. Und es ist mir eine Ehre, das Splatfest zu moderieren. Cool wäre es natürlich, wenn es live wäre, dass ich das live moderieren könnte und live spielen könnte. Aber ich möchte hier mal nicht zu viel versprechen. Ja, deswegen sage ich mal lieber, ja, ich freue mich drauf. Ja. So viele technische Probleme, wo Kip hat mit seinem Computer, auf seinem Raumschiff und die ganzen anderen Probleme. Ja, dann ist es nicht verwunderlich, dass auch der, das ist ja das falsche Hintergrundbild. Ja, dass dann auch der Livestream nach Weg zu Splatoon nicht klappt. Aber was soll's, das soll es mal für heute auch gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und ja, und es tut mir leid für zweimal disconnected, aber dafür haben wir es das Seeigel-Rockbühne jetzt mal richtig ordentlich gegeben mit gelber Farbe, ja. Viel Spaß beim Putzen, ja. Das war's dann auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, wascht euch die Hände, bleibt neugierig und tschüss.